Bislang war der November ja eigentlich gar nicht kalt, sondern eher so halb mild und halb gar mit viel Hochnebel. Und genauso wird auch jetzt das Wochenende. Nebel zum Beispiel am Samstag mit bis zu 12 Grad, natürlich auch mit ein bisschen Sonnenschein. Und Regenwolken dann am Sonntag mit bis zu 9 oder 10 Grad. Und wenn dieses Wochenende vorbei ist, dann wird es auch deutlich kälter. Der November kann auch anders und das bedeutet in der nächsten Woche erstmal Frost- und Kratzalarm für alle Laternenparker. Und vielleicht kommt dann später in der Woche sogar der erste Schnee.